hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Fechter der Gerechten nennen, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt mir glauben, die Ungerechten, an denen werde ich mich rächen, wenn sie nicht damit rechnen. Hoho. Oh ja, ich bin gerade hier in so einer Art Kampfherausforderung immer noch, das wisst ihr ja noch. Ich habe dazwischen einen neuen Spiel, eine neue Aufnahmesession gestartet und ich musste mich tatsächlich nochmal neu hier unten hinkämpfen. Hier ist die große Fee, die mich auch nach oben teleportiert hätte, aber ich habe es einfach nochmal offscreen gemacht, damit wir nicht zweimal das gleiche sehen. Und jetzt brauchen wir hier wohl den Enterhaken, so hat die Fee auf jeden Fall gesagt, damit wir uns hier entlang bewegen können. Das sehen wir hier. Die Dinger kennen wir ja aus dem letzten Dungeon. Damit können wir also wieder raus. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich direkt in so einer Rattenmenge lande. Erstmal müssen wir die Kleinen loswerden, würde ich sagen. Damit wir... Okay, und jetzt müssen wir mal den hier kurz entwaffnen und BAMS! Mit seinem eigenen Helm erworfen. Oh, aber warum machst du das? Okay, ein bisschen hier weg. Ja, wo seid ihr denn? Ach, da bist du. Hallo. Na? BAMS! Und du auch, ha? BAM! Wie wechsle ich eigentlich das Ziel? Fällt mir gerade mal so auf. Ich wollte eigentlich jetzt gerade ganz gerne den anderen anvisieren. Oh, jetzt stelle ich mich gerade nicht so besonders clever an, aber wir haben sie trotzdem besiegt. Hoffentlich schaffen wir es trotzdem noch weiter. So, alles klar. Also die Kampfarene, Arenen wechseln so ein bisschen. Wo geht's denn jetzt lang? Irgendwo hier ist eine Wand gewesen, hinter die ich kommen muss, glaube ich. Genau, hier muss ich offenbar hoch, oder? Kann ich da auch reinschwingen sozusagen? Ich muss das jetzt mal eben testen. Sie hat ja auch gesagt, ich muss an steilen Felswänden hochkommen können. Aber hier, das ist es ja, glaube ich, nicht. Ich dachte eigentlich, es wäre der Enterhaken gemeint. Wir probieren das mal eben. Ich würde ganz gern mal schauen. Also da müssen wir rein. Da müssen wir rein und jetzt kommen wir aber nicht dahinter. Also vielleicht meinte sie das Ding gar nicht. Sondern es ist tatsächlich irgendwas anderes noch zum Klettern gemeint. Wüsste ich jetzt aber nicht, was das sein soll. Denn ich dachte, ich könnte mich hier vielleicht so ein bisschen schwingen. Aber vielleicht ist hier auch einfach einer von den Dingern ein Schalter. Das könnte natürlich auch noch sein. Nee, das ist schon mal keiner. Das möchte ich noch kurz ausprobieren. Okay, das ist er nicht. Den ersten hatte ich ja schon probiert, da waren die Ratten drin. Nee, ich glaube, ich habe noch nicht den Gegenstand. Oder ich weiß nicht ganz genau, was ich hier mit dem Enterhaken anstellen soll. Ich kann mich wieder hochziehen und loslassen. Ich schätze mal, ich muss wirklich hier irgendwie entlang klettern können. Denn, ja, ich glaube, das ist noch nicht das, was ich hier benötige. Tja, also das kann ich ja später nochmal überprüfen. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall Bescheid. Hier wartet noch irgendwas auf mich. Und hier komme ich wieder runter. Ich frage sie nochmal. Etwas, womit ich an steilen Felswänden hochklettern kann oder so, hat sie, glaube ich, gesagt. Zink. Aber es wäre auch komisch gewesen, wenn ich das sofort lösen kann, weil ich ja das Gebiet gerade erst betreten konnte eigentlich. Also nach dem Dungeon. Dass ich da zwei Ebenen gleich lösen kann, das wäre auch irgendwie unwahrscheinlich gewesen, oder? Okay, sie sagt es leider nicht nochmal. Ja, ich möchte mich besser vorbereiten. Man musste alle bisherigen Prüfungen noch einmal durchstehen. Möchtest du trotzdem? Ja, es geht, glaube ich, nicht anders. Gut, dann werde ich dich zu der Quelle bringen, an der die Feen warten. Ich habe irgendwo... Die Feen warten. Oh, jetzt hat sie mich direkt nach Ordon gebracht. Das ist ja seltsam. Okay, hier kann ich jetzt also meine... Oh, ich habe jetzt Quellwasser, glaube ich, mitgenommen. Nee, Wasser nur. Schade, wäre es Quellwasser gewesen, dann wäre es noch besser gewesen. Oh, da wartet auch der Wolf schon auf uns. Das war das, wovon ihr mir letztes Mal erzählt habt. Ich möchte gerne eine Fee haben, kein Wasser. Ach, du Trottel-Link. Cool, dann kann ich gleich noch die Technik erlernen. So. Füllen. Komm, kleine Fee. Ich möchte gerne eine Fee drin haben. Ja, jetzt habe ich eine. Gut, sehr schön. Alles klar, du fängst eine Fee in der Flasche. Sie erfüllt dein Herz mit Kraft, wenn du ihr den Kopf abbeißt. So, genau, das hatten wir ja schon mal. Stecken wir es schön ein und wir machen gleich nochmal das mit der Technik hier. Cool, hallo Wölfchen. Okay, wir lernen eine neue Technik. Ich hab schon jetzt da Bock drauf. Ach ja, das wird so wunderschön. Es wird bezirzend schön und bezaubernd. Außerdem brutal und blutig. So, mein kleiner Wolf.
mein einäugiger Wolf mit dem roten Auge. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Oh ja, die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Och nee, enorme Kraft. Willst du diese Technik trotzdem erlernen? Och nee, du, die beste von allen klingt nicht gut. Klingt nicht gut genug. Natürlich will ich die lernen, du Trottel. So soll es sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Alles klar, das war Rollen, Rollen, oh, Entschuldigung. Rollen, Rollen und Swam. Ja, den beherrsche ich, mein lieber Freund. Da kannst du aber drauf wetten. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die vierte okkulte Kunst. Der Helmspucker. Hä, Spalter. Cool, der Helmspalter. Okay, der Helmspalter. Was kannst du, Helmspalterich? Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, sie mit dem Rundumschlag auf ihre Rückseite, zu belangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben, kommt dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Oh nein, das klingt total, total überflüssig kompliziert. Mist. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass der Schildschlag echt beschissen auszuführen ist mit dieser Steuerung. Das wird jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern. Alles klar. Denn ich mache meinen Rundumhieb. Genau. Oft versehentlich. Das macht er immer wieder, einfach weil ich schüttel. Das fühlt sich genau gleich an. Ich versuche mal vor ihn zu gelangen. Nee. Was tust du denn da? Du musst den Gegner zunächst mit einer Schildattacke zurückstoßen. Ja, ich weiß das. Okay, jetzt haben wir's. Ich muss das offenbar sanfter bewegen. Okay, jetzt müsste es. Was machst du denn? Direkt nach dem Hellspalter hast du die beste Chance für einen erfolgreichen Angriff. Wenn du die Rückseite deines Gegners erreicht hast, musst du ohne Zögern zustechen. Ach, dann nochmal. Okay. Alles klar, langsamer springen und nochmal. Bams! Okay, so ist das gemeint. Alles klar. Ich habe so langsam die Schildattacke, glaube ich, auch drauf. Langsam muss das sein. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Und wo ist das die beste von allen? Und wo kostet sie mich Energie? Okay, alles klar. Wir haben es gelernt. Du hast die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Verwende eine Schildattacke und greife dann mit A von oben an. Alles klar. Nun gibt es nur noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Okay. Alles klar, so langsam kapiere ich also, wie der Schildschlag funktioniert. Und damit habe ich jetzt auch was anderes gelernt. Ich finde das eigentlich super cool, dass man hier solche Techniken tatsächlich lernen kann. Ist da oben ein Käferle gewesen? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Nee, ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Es ist nur natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig anzuwenden mit der Steuerung. Aber wenn man so ein bisschen raus hat, wie es eigentlich gemeint ist, geht es, glaube ich, sogar. Ich probiere es nochmal ganz langsam. Ja. Also man darf es nicht zu hektisch bewegen. Das war der Punkt. Ich habe immer versucht, möglichst schnell nach vorne zu machen. Zu drücken, damit er es auch wirklich erkennt. Ich muss aber sanfter mit dem mit dem Nunchuck nach vorne stoßen. So erkennt er es tatsächlich auch als die richtige Eingabe an. Aha, nicht zu hektisch kämpfen. Das ist es, liebe Leute. Das habe ich jetzt verstanden. Ich habe Dinge verstanden mit meinem Kopf. Die habe ich da reingemacht, die Dinge, in den Kopf. So. Achso, ich muss ja gar nicht rumlaufen. Ich wollte aber nochmal kurz gucken, ob hier nicht vielleicht doch irgendwo noch so ein kleines Käfer da rumhängt. Aber ich habe jetzt erstmal keins gesehen. Kann ich ja später noch sammeln. Coolio. Dann würde ich sagen, es gibt zwar noch so viel zu tun, aber ich wollte eigentlich zurück in die Wüste, denn da gibt es Wüstes zu tun. Und ich wüsste nichts Besseres zu tun. Hihihi. Okay, gehen wir mal. Moment. Okay. Wir warpen uns. Ich habe natürlich schon Bock, hier alles Mögliche zu erforschen. Aber, das kommt ja natürlich alles noch. Das kommt alles noch, meine lieben Leute. Meine Freunde, das vergessen wir schon nicht. So. Und. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich kein Schwein mehr, mit dem wir reiten können. Kein Schwein will mit mir reiten, Mann. Deswegen müssen wir, glaube ich, zurücklaufen. Ich habe ja neu geladen, das Schwein ist jetzt weg. Dieses dumme Schwein. So. Ich glaube, hier komme ich rüber. Jo. Und dann müsste ich nur noch nach vorne gehen. Moment mal.
Der ist der sprengbar, der fällt. Ich mach mal kurz. Ah! Haha! Da war doch sowas zum Wühlen. Die Totenköpfe haben mir Bescheid gesagt, dass ich mal ein bisschen graben soll. So. Schleimse. Warum nur, ihr blöden Schleims? Njam, njam, njam. Ihr seid aber zu hässlich, um euch zu... Oh, ein... War da ein goldener Schleim? Ich glaube, den... Ich glaube, da war ein goldener Schleim. Und ich glaube, mir wurde gesagt, ich solle den unbedingt in einer Flasche einfangen, wenn ich das kann. Zumindest... meine ich da gerade etwas glänzendes. Wie viel sind das denn? Produzieren die sich immer weiter? Ich meine fast. Weil vielleicht habe ich mich auch da gerade übersehen. Vertan. Ich weiß noch nicht mal genau, ob es wirklich sowas wie goldenen Schleim gibt. Aber ich dachte, hier wäre sowas gewesen. Mist. Mist. Vielleicht habe ich es auch versehentlich umgebracht gerade. Ich meinte, da wäre so etwas in der Richtung gewesen. Und ich meinte auch, irgendwie hätte mir... Ihr hättet mir erzählt, es gibt eine besondere Art von Schlonseschleim. Und der ist sehr selten und deswegen müsse ich ihn in eine Flasche packen, wenn ich einen finde. Verflixt noch eins. Das habe ich jetzt, glaube ich, vermasselt. Soll ich hier gleich einfach nochmal reingehen? Denn es hat ja auch sonst hier nichts Wirkliches gegeben. Ich sehe jetzt auch kein anderes Rätsel. Vermutlich hätte ich den einfach früh genug erwischen müssen. Ich gehe nochmal kurz raus und wieder rein, um das zu testen. Ich weiß nicht genau, was der goldene Schleim macht. Also irgendwie glitzern da irgend sowas in der Richtung. Und ich meinte, ich hätte aus dem Augenwinkel was leuchten gesehen. Aber vielleicht war es auch nur mein Schwanz, der geleuchtet hat. Ihr versteht damit, was ich meine, oder? Erzählt es nicht euren Eltern. So. Yeah. Alles klar. Gucken wir nochmal nach. Mal sehen, ob die Gegner wieder da sind. Sie sind es. Da ist ein roter. Oder war das der glänzende goldene, den ich meinte? Ich glaube nicht. Ein blauer, ein violetter. Nee, ich, boah, der ist echt groß. Also kann sein, dass da eben sowas war und dass es jetzt eben nicht mehr da ist. Aber, naja, was soll's. Was soll's. Vielleicht werden die auch einfach aufgenommen von den anderen, hä? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen jetzt wieder hoch. Hier kann man also seine Schleimvorräte ein bisschen auffüllen. Wir haben aber eine Fee dabei. Ich brauche momentan nichts zum Heilen. Oh ja, das kann ich euch aber sagen. Das brauche ich nicht. Dazu bin ich viel zu gesund. So. Ganz cool, dass man sich hier auch mit dem Wolf so fortbewegen kann. Dadurch spart man sich, glaube ich, so ein bisschen Gelaufe. Also, ich glaube, als Wolf ist er halt schneller. Schnellerer. Und das gefällt mir wohl. So. Okay. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht durch, oder? Bin ich da schon durch? Nee, da ist noch eine Truhe. Da muss ich mir gerade noch ein Schweinchen schnappen. Schweinchen, Schweinchen, komm zu mir. Zum Menschen werden. Ja, erstmal hier. Alles klar. Reiten die? Ach, da ist noch nicht mal ein Gegner im Augenblick. Die scheinen erstmal wegzubleiben, die Gegner. Ist ja nett. So, und... Tick, 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 tick. Schön hier entlang reiten. Und hier... Oh. Ja. Verdammt, 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 Schweinanze! Au! Daneben. Aber diese blöden Schweine, warum lassen die sich so schlecht steuern? Steh auf, wir haben noch Dinge zu tun. Dinge zu zerstören. Dinge zu grillen. Okay, einmal einfach sanft hindurch. Nein, geht auch nicht. Sanft hineingleiten geht nicht. Und wieder raus. Dann sind alle Wege offen, okay? Und jetzt wartest du schön hier. Bam! An der Wand. So, und ich möchte gucken, was hier drin ist. Vermutlich nur wieder Geld. Ja, ja. Aber ich kann es leider nicht einpacken, denn ich bin schon viel zu reich. Ich würde sagen... Ach nee. Soll ich jetzt nochmal kurz zum Spenden gehen? Ich würde fast sagen, ich mache das ganz kurz, oder? Denn, liebe Leute... Ich meine, schaut euch das an. Ich habe 600 Rubine. Jetzt kommt erstmal vermutlich sowas wie ein Dungeon. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt spenden. Da schneide ich euch raus. Wenn aber was passiert, schneide ich es euch rein. Okay? So verliert ihr keine Aufnahmezeit. Und ich kann euch gleich nochmal 6 Minuten lang was zeigen. In Ordnung? Alles klar. Also bis gleich. Ich warpe jetzt. Oh, liebe Leute. Ich glaube, es passiert was. Da passiert was. Guckt mal. Achtung. Ich habe ihm gespendet und jetzt kommt da tatsächlich ein Herzteil runter. Sammle 3 weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Cool. Also wir haben jetzt nochmal, ihr seht es hier, 300 Rubine gespendet. Und damit würde ich sagen, haben wir diesen Teil hier abgeschlossen. Mal gucken, ob er noch was Neues sagt. Dein Gebet wurde erhört.
Bewahre diesen Körper, den dir der Himmel geschenkt hat. Alles klar, cool. Das Herzteil haben wir also jetzt bekommen. Wir könnten jetzt theoretisch also auch noch zur Wahrsagerin geben und uns sagen lassen, wo das nächste Herzteil auf uns wartet. So ein paar haben wir sowieso noch vergessen, aber ich würde sagen, jetzt gehe ich trotzdem erstmal zur Wüste zurück und mache da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Damit ihr eben noch ein bisschen was Neues zu sehen bekommt. Ist das von euch in Ordnung? Also ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt gespendet habe. Ich würde sagen, vielleicht so um die 1000 Rubine, 800 bis 1000, irgendwas so um den Dreh, werden es schon gewesen sein. Also, liebe Leute, bis gleich, ne? Ich gehe jetzt zurück, das schneide ich euch noch raus, damit ihr nicht überall zugucken müsst, die ganzen Laufwege und so. Bis gleich. So, liebe Leute, und damit bin ich zurück an der Stelle, an der wir eben waren. Da drüben habe ich eben, ich glaube hier irgendwo, noch die letzte Truhe mit den 20 Rubinen eingesammelt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal nur noch hier entlang gehen. Natürlich immer möglich, dass ich hier einiges übersehen habe, aber das ist... Oh, zieht da gerade schlechtes Wetter auf? Ist ja cool. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Es gibt noch so viel, was wir hier noch so erforschen können. Ich freue mich da schon total drauf. Jetzt aber erstmal müssen wir, glaube ich, hier entlang. Das ist erstmal das, was uns wichtig ist im Leben. Stimmt es? Stimmt es für euch? Oh, und da wartet schon wieder der Wolf mit einer neuen Technik. Wow, zwei Techniken in einer einzigen Folge. Das ist ungewöhnlich. Mal schauen, ob wir die auch so gut hinbekommen wie das letzte. Und wir ziehen natürlich unsere Klinge und möchten gerne etwas Neues lernen. Ich bin der Technik-Fritz. Ich kann ganz viele neue Sachen jetzt erlernen. So. Hallo Link. Hallo Link. Sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, das Geheimnis um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Unter den Techniken, die ich dich lehren werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese erlernen? Aber ja, doch. Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Ist noch nicht so lange her. Also los, greif mich an. Okay, wie war das noch gleich? Also ganz sanft hier. Und jetzt, bam, und nochmal. Swim! Ich kann das. Ausgerechnet mein Kopf. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Das kann ich schon, aber dann kommt die Polizei und steckt mich ins Gefängnis. Eigentlich jedes Mal. Na gut, aber er möchte es mir trotzdem zeigen. Okay, okkulte Kunst, Blankziehen. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Und bei denen ziehe ich dann die Hose runter? Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lernen, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Ach, ich weiß nicht genau. Behalte dein Schwert in der Scheide und springe auf deinen Gegner, ohne ihn mit Z anzuvisieren. Ach, warum denn? Ziehe dann mit A dein Schwert mit A, noch bevor der Gegner das Ziel deiner Bewegung erahnen kann. Okay. Ach du lieber Himmel. Unvorstellbar, Ober, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Ich hab mir ehrlich gesagt was anderes drunter vorgestellt, aber ich bin einverstanden. Also dann, versuch's mal. Also, Moment. Ich muss auf ihn zuspringen, ohne ihn anzuvisieren, und dann muss ich A drücken. Dann gehe ich mal lieber hier vor dich zur... Und... Hä? Mist. Achso, ich muss drauf zuspringen, aber ich darf ihn ja nicht mit A anvisieren. Ohne A, ohne das kann ich ja gar nicht springen, oder? Diese Technik funktioniert nicht, wenn du den Gegner mit Z anvisierst, da er dann deine Bewegung voraussehen kann. Du überraschst deinen Gegner, indem du ihn unvermittelt anspringst, ohne ihn zuvor mit Z anzuvisieren. Wie springe ich denn, ohne Z zu drücken? Ich kann doch nur rollen. Hä? Wie soll ich... Au! Hey! Springe auf deinen Gegner! Und wenn dir Blankziehen A erscheint, ist die beste Zeit zum Angriff. Ist dein Timing schlecht, wirst du stattdessen sogar noch selbst angegriffen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht... ich weiß wirklich nicht, wie ich springen soll, ohne ihn anzuvisieren. Denn das... Geht das überhaupt mit der Steuerung? Ja, es nervt ein bisschen, dass er jetzt das immer wieder sagt, denn... ich kann ja nur rollen, ohne... Nee. Ja, er wird es jetzt immer wieder sagen. Keine Ahnung, jetzt habe ich ein Steuerungsproblem, ganz ehrlich. Ich kann nur so rumspringen. Moment. Ich kann wirklich... Ja, ist ja gut. Ich
kann halt so springen, aber ich könnte halt so. Nee. Ich darf ja, er sagt ja auch mit weggelegter Waffe, ne? Ja, ja. Nee, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da! Ah, okay. Also ich muss wirklich quasi mit dem Rücken zu ihm springen oder so. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Habe ich eigentlich nicht, denn ich nehme an, er wollte eigentlich irgendwie, dass ich anders springe. So rückwärts an den Gegner dran? Es gibt wahrscheinlich noch eine Möglichkeit zu springen, die ich gerade nicht so ganz sehe. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Ja toll, kaum kann ich den Schildschlag wieder richtig und kaum den Rundumschlag und all das, was er mir beibringen wollte, habe ich schon wieder Probleme mit der Steuerung. Also, wie kann denn der Link... Der kann ja wirklich nur so springen. Anders kann das nicht. Der einzige Sprung, den er sonst noch beherrscht, ist der Angriffssprung, der mit Blankziehen ja nichts zu tun hat. Also, so ganz kapiere ich nicht, ob das wirklich damit gemeint war. Vermutlich habe ich es falsch gemacht. Aber liebe Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich sonst tun soll. Ehrlich nicht. Also, ich mache es jetzt erstmal so. Ihr könnt mir gerne erklären, wie es richtig funktioniert. Sorry, dass ich mich da etwas anstelle. Aber irgendwie muss ich das ja rausfinden, wie das geht alles. So, ein paar weitere Pfeile habe ich gefunden. Das ist schon mal schön. Schwimmt. Okay. Achso. Ja, stimmt. Ich kann jetzt wieder Geld sammeln. Ich habe hier ein bisschen was verloren. Das ist schön. Ja, dann kann ich das eigentlich auch alles umhauen hier. Schwimmt. Ich nehme... Na, ich weiß auch nicht, ob das jetzt an der Wii-Steuerung liegt, ehrlich gesagt. Mit dem Springen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht verstehe ich einfach wirklich falsch. Was damit insgesamt so gemeint ist. Aber es hat ja geklappt irgendwie. Da hinten ist noch ein Geist, den sammeln wir natürlich ein. Hallo Geist. Na? Ich glaube, ich muss mich... Oh, ich glaube, ich muss mich erstmal vermitteln. So, zum Wolf werden. Okay. Und schön hier dich untersuchen. Hallo, na? Was machst du so? Was treibst du? Oh, hier kann ich auch buddeln wie ein Verrückter. Wie ein Irrer. Und nochmal. Komm her. Ah, Mist. Diese Viecher hier nerven so ein bisschen. Diese Gegner gibt es ja auch seit Zelda 1. Okay, und noch Fangstoßen. Okay, alles klar. Du erhältst den... ja gut, das wissen wir ja inzwischen schon. Die Geisterseelen, davon haben wir schon so viele gegrabbelt. So, hier gibt es noch ein Herzchen. Kann ich aber auch eigentlich gebrauchen. So, die Dinger dürften jetzt eigentlich tot sein. So, und dann gucken wir noch, was hier sonst so drin ist. 10 Rubine, das ist schön. Ich habe ja noch mindestens 5000 Rubine tatsächlich zu spenden in dem Spiel. Das habt ihr mir ja schon gesagt, deswegen muss ich auch gut sparen. Und wenn mein Portemonnaie wieder voll ist, muss ich dann weitergehen nach Kakariko, wo ich offensichtlich das spenden kann. So, Blankziehen. Eine merkwürdige Technik. So, ich hänge euch jetzt noch 1-2 Minuten dran, damit es nicht nur Technikkrams ist, was wir hier haben. Aber ich denke, auch so haben wir ja schon einiges jetzt gelernt, würde ich sagen. Gelernt und gesehen. Mal gucken, was hier so an der Kante ist. Erstmal nix. Ich höre schon wieder Kampfmusik. Oh, wer wird denn hier gleich so kämpferisch auftreten? So, und ich gucke mich hier gerade so ein bisschen um, deswegen laufe ich so chaotisch in der Gegend rum. Ob es hier nicht vielleicht noch irgendein Käferchen gibt für mich? Wäre das nicht schön? Also mit Geld sparen sie hier wirklich nicht. Mit Geld kann man auch gar nicht gut sparen. Das kann man nur ausgeben, wisst ihr? So, man kriegt also eine ganze Menge. Oh, oh, ich wurde entdeckt. Vielleicht ist das gar nicht gut gewesen. Oh. Ich glaube, ich werde mich hier lieber als Link bewegen, denn dann kann ich zurückschießen. Und zurückschießen ist total schön. So. Okay, euch beide habe ich besiegt wie ein Größer. Allerdings macht das Standardkämpfen für mich immer noch mit am meisten Sinn. Ach so, ja. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal den normalen Bogen ausrüsten. Ich habe hier immer noch den Bombenbogen. Denn so habe ich mehr Pfeile. Hm. Kann ich mich eigentlich so bewegen? Ne, das dachte ich mir schon, dass das nichts wird. Au, durch den Hals. Aufgeschlitzt. So, jetzt gucken wir mal, was du so von mir hältst, wenn ich dich erschlage. Hä? Dann platzt du, stimmt's? Ja, das habe ich mir gedacht. Viel mehr als platzen kannst du nicht. Ist nur eine Platzwunde, könnte auch sagen. So, alles klar. Ja, okay. Und wir haben nochmal 20 Pfeile. Also es läuft hier offenbar genauso. Vielleicht darf man hier nicht entdeckt werden.
Oh ja, das kann man verschieben, nehme ich an. Ist das ein Schieberätsel? Ja, es ist ein Aufsteigerätsel. Kann ich hier durchgucken? Vielleicht sollte ich von hier aus schon tatsächlich mit dem Bogen arbeiten. Vielleicht sollte ich es auch nicht. Moment mal, ich muss mal ganz kurz greifen, kann ich es? Ich kann es verschieben. Hier ist nämlich noch so ein Fenster, da möchte ich mal hochgucken. Ja, also hier kann ich zumindest so Viecher beobachten. Und ich schätze mal, ich kann sie auch von hier aus erschießen. Ja, jetzt steht er direkt vorm anderen Fenster. Aber ich weiß gar nicht, ob sich das so sehr lohnt, hä? Also kann ich mir später nochmal angucken. Scheint mir jetzt nicht so wichtig, sondern nur so eine kleine Option zu sein, sich hier umzuschauen. So, und jetzt geht's... Ach nee, hier gibt's gar keinen richtigen Eingang für mich, hä? Kann das sein? Doch, es geht hier noch weiter. Ach so, und der entdeckt... Ach, ich muss mich wirklich hier durchsneaken, sonst gibt's nur Ärger. Oh. Entschuldigung, ich habe meine Waffe ja gar nicht gezogen. So, weg hier. Okay, und jetzt schnell hier oben mal was... Oh, wer trifft mich zuerst? Diesmal habe ich dir in den Bauch geschossen. Was sagst du dazu? Ha? Kein Hunger mehr? Ja, ich habe dich mit Pfeilen gesättigt, könnte man sagen. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, jetzt beende ich aber den Part, sonst wird es wirklich zu lang. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Jetzt würde ich euch winken, aber ich habe leider viel zu viele Pfeile. Pion, pion. Deswegen kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Part.